Ja, aber Putin sagte dann in einigen seiner Reden, das gefällt mir nicht, das ist mein Krieg, da habt ihr nichts zu suchen und wenn ihr da weitermacht, dann überfalle ich euch auch. Ja, naja, das mit dem uns auch überfallen, das wird nicht gut funktionieren. Er kämpft sich jetzt in der Ukraine schon ziemlich wund, aber er droht mit Atomwaffen. Das hat es in der Vergangenheit so nicht gegeben. Insofern, wenn Sie fragen, also droht ein dritter Weltkrieg? Also ich hoffe, dass er nicht droht. Aber also wir sind jetzt in einer viel, viel instabileren Situation als letztes Jahr um die gleiche Zeit.